Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Was wäre, wenn Monaka wirklich der stärkste Kämpfer des siebten Universums wäre? Leute, Monaka ist der stärkste Kämpfer des siebten Universums. Er hat uns alle nur was vorgemacht, um nicht aufzufallen und weil er schüchtern ist. Leute, ihr könnt mir da vertrauen. Man hat doch gesehen, wie er gegen Son Goku gekämpft hat. Das Animationsstudio hat nur einen Animationsfehler gemacht, nichts weiter. Gut, Spaß beiseite. Monaka war ja nie wirklich so stark, wie man erfahren hat. Aber heißt das auch, dass Son Goku doch der stärkste Gegner von Bills war? Ich glaube zu 100% nein, er war trotzdem nur der zweitstärkste. Bills hatte sicher, wie er sagte, einen noch stärkeren Gegner. Doch wie viele Jahre das her ist, das weiß man natürlich nicht. Das könnten 1000 oder sogar ein paar Millionen Jahre her sein. In dieser Zeit ist er auch am natürlichen Tod gestorben. Und im Jenseits hat Bills dann herausgefunden, dass er mit dem Kämpfen schon lange aufgehört hat. Vielleicht erfährt man da später irgendwann mal was genaueres. Aber kommen wir nun dazu, dass Monaka wirklich der stärkste Kämpfer wäre. Hit hätte er locker beim Turnier besiegt, damit hätte Bills gewonnen. Beim Turnier der Kraft hätte Monaka sich mit Jiren den härtesten Kampf von allen geliefert. Son Goku würde dann auch nicht den Ultra-Instinkt erreichen, weil wenn er gegen Jiren kämpfen würde, hätte er durch den Kampf gegen Monaka schon sehr viel Energie verbraucht. Jiren wäre auch der einzige, der für Monaka ein Gegner wäre, sonst keiner. Selbst Toppo als Gott der Zerstörung wäre kein Gegner für Monaka, weil er hat ja gegen Vegeta als Super Saiyajin Blue Evolution verloren und ihn hat Jiren ohne Probleme fertig gemacht. Klar hatte Vegeta einen Boost, weil er an Bulma, Trunks und Bra gedacht hat, aber ich denke, selbst mit diesem Boost hätte er Jiren nichts anhaben können. Durch Monaka wäre der Sieg für Universum 7 sicher. Ach, und zuletzt würde er bestimmt noch Kefla raushauen. Obwohl, dass Son Goku nicht so erschöpft gewesen wäre, hätte er Kefla ohne Probleme besiegt. Er hat es ja nur so schwer gehabt, weil er durch den Kampf gegen Jiren so erschöpft war. Ohne diesen Kampf hätte er Kefla als Super Saiyajin 2 locker als normaler Super Saiyajin besiegt. Aber ihre Stärke war eh komplett unlogisch einfach. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!